Das hier ist aus der Originalserie von Avatar: Herr der Elemente. Das daneben ist genau derselbe Moment, aber aus dem Live-Action-Film des Jahres 2010. Und das hier unten ist aus der Live-Action-Serie, die letzte Woche Donnerstag erschien. Nein, natürlich nicht. Aber tatsächlich gingen viele Fans davon aus, dass die Live-Action-Serie so ein Ausmaß annehmen würde. Viele YouTuber, Influencer und wie schon erwähnt Fans waren der festen Überzeugung, dass es eine Vollkatastrophe wird. Ein Desaster, das keine Existenzberechtigung besitzen sollte. Doch ist es wirklich so schlecht wie erwartet? Lasst uns das näher betrachten. Das Jahr 2005 war eine wahre Bereicherung für die Menschheit. Prison Break, Supernatural, American Dad, Ben 10, Boondocks, YouTube wurde gegründet, Angela Merkel wurde die erste deutsche Bundeskanzlerin. Nee, Spaß. Aber es gab eine Sache, die 2005 tatsächlich alles änderte. In einer Zeit, als die Unterhaltungsbranche von Wiederholungen und 0815-Handlungen beherrscht wurde, trat ein Cartoon hervor, der die Herzen von Millionen eroberte und die Messlatte für Storytelling in Animationen neu setzte. Im Jahr 2005 erblickte Avatar: Herr der Elemente das Licht der Welt und brachte eine frische Brise in die Welt der animierten Serien. Aber wieso war dieser Cartoon im Jahre 2005 eine Bereicherung für die Unterhaltungsbranche? Nun, die Bildschirme waren gefüllt mit endlosen Sitcoms, Seifenopern und simplen Zeichentrickserien. Doch Avatar: Herr der Elemente brach aus diesem Muster aus und präsentierte eine epische, gut durchdachte Story, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach. Es war eine Kombination aus fesselnder Handlung, tiefgründigen Charakteren und atemberaubenden Animationen, die den Zuschauern eine neue Art von Unterhaltung bot. Aber was macht diesen Cartoon so ikonisch und legendär? Nun, das Geheimnis liegt nicht nur in seiner technischen Brillanz oder seinem kommerziellen Erfolg, vielmehr ist es die Art und Weise, wie Avatar: Herr der Elemente es schafft, universelle Themen wie Freundschaft, Verantwortung und vor allem den Kampf gegen Unterdrückung aufzugreifen und sie in eine Fantasy-Welt zu integrieren, die sowohl faszinierend als auch lehrreich ist. Die Serie schuf eine ganze Welt, die so lebendig und komplex war, dass die Zuschauer sich in sie verliebten und immer wieder zurückkehrten, um neue Geheimnisse zu entdecken und mit ihren Lieblingscharakteren mitzufiebern. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf sollte es niemanden wundern, dass Avatar: Herr der Elemente selbst heute noch von den Fans jährlich gebinged wird. Vor allem in Deutschland, wie man hier im Vergleich zu den belgischen und kanadischen Avatar-Fans sehen kann. Aber der Höhepunkt des Nachlebens der Originalserie war definitiv das Jahr 2018. Also genau 10 Jahre nach der Beendigung der Show. Der Grund dafür ist ehrlich gesagt unklar. Im Jahre 2018 fingen die Leute wieder an, Avatar zu konsumieren, als wäre es die einzige existierende Serie. Das Zuschauerrating auf Netflix schoss in die Höhe und Avatar war wochenlang aus unerklärlichen Gründen in den Top 10 Listen. Auf dem Schulhof wurde darüber gesprochen, es wurden neue Theorien aufgestellt, Fanarts wurden angefertigt und YouTuber, darunter auch meine Wenigkeit, fingen an, wie am Fließband Avatar-Videos rauszuhauen, als würden ihre Existenzen davon abhängen. Ich meine, das Geld hat schon geschmeckt? Nee, Spaß. Okay, doch kein Spaß. Aber auch in allen anderen Ländern fand die Serie erneuten Anklang. Ein Grund dafür könnte der Fancomic von Avatar Genji gewesen sein, der viel Aufmerksamkeit generierte und Hoffnung für eine zukünftige Animationsserie gab. Die Menschen befanden sich in einem regelrechten Avatar-Rausch. Es gab wieder vermehrt Avatar-Cosplays und auch im englischsprachigen Raum haben YouTuber und Influencer ihren Avatar-Kult verbreitet. Natürlich hat Netflix mitbekommen, wie Avatar auf ihrer Plattform aus allen Nähten platzt, und Netflix sah darin natürlich eine Chance und hat sich die imaginären Hände gerieben. Und nur kurze Zeit später, am 18. September 2018 um genau zu sein, also das Jahr, in dem es den riesigen Hype gab, hat Netflix die Avatar Live-Action-Serie verkündet. Es wurde also die Live-Action-Adaption des beliebten Cartoons in Auftrag gegeben. Die Menschen, also wir Fans, sind komplett ausgetickt. Diese Ankündigung löste unter den Fans sowohl Begeisterung, aber auch Vorsicht aus, da eine frühere Live-Action-Verfilmung des Franchises nicht den Erwartungen entsprochen hatte. Ja, von welchem Film ist hier nur die Rede? Are you an Airbender boy? Ja, Live-Action. Das Stichwort dieses Videos. Live-Action-Adaptionen haben eine lange und qualvolle Historie hinter sich. Warum kommen Live-Action-Adaptionen von beliebten Animationsserien oft so schlecht an? Naja, Live-Action-Adaptionen von geliebten Animations- oder Buchserien scheinen oft zu scheitern und die Gründe dafür sind vielfältig. Naja, zum einen würde ich sagen, die Abweichungen von der Vorlage. Fans haben halt oft hohe Erwartungen an eine Adaption und erwarten eine Treue zur Originalgeschichte und den Charakteren. Wenn die Adaption zu viele Änderungen oder Abweichungen enthält, kann dies bei den Fans auf Unmut stoßen. Als zweiten Grund hätte ich die mangelnde Qualität. Eine Adaption, die nicht den Standards entspricht, kann die Fans enttäuschen und das Werk ablehnen lassen. Bestes Beispiel ist das Erdbändigen aus dem Avatar-Film. Als dritten Grund, und dieser ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, ist die Fanbindung. Fans haben oft eine starke Bindung an die Originalgeschichte, dementsprechend hohe Erwartungen und sind bei der kleinsten Veränderung abgeschreckt. Ja, ihr hört richtig. Wenn eine Adaption diese Bindung nicht respektiert, können Fans dies als respektlos empfinden und die Adaption ablehnen, was glaube ich auch der häufigste Grund ist. Ihr seht also, insgesamt ist das Scheitern von Live-Action-Adaptionen oft das Ergebnis von Abweichungen, mangelnder Qualität, Missverständnissen und fehlender Wertschätzung für die Originalquelle. Und es ist erschreckend, wie schlecht Live-Action-Adaptionen bei den jeweiligen Fans ankommen. Dafür habe ich ein kleines Schaubild erstellt. Unten seht ihr die bekanntesten Live-Action-Adaptionen seit dem Jahre 2000. Ich habe extra nur Cartoon- und Anime-Adaptionen mit reingenommen, da Avatar auch eine Animationsserie ist und das Schaubild so viel repräsentativer ist als mit Gaming- oder Buchadaptionen. So, und jetzt blende ich die durchschnittlichen Bewertungen ein, die ich aus den bekanntesten Film- und Serienkritikseiten ausgerechnet habe. Hier seht ihr 13 Live-Action-Adaptionen, die alle mit zu den bekanntesten der 2000er gehören. Und aufgepasst, das sind die durchschnittlichen Bewertungen diverser Internetseiten. Eine Bewertung kann maximal 100% erreichen. Unter den Adaptionen befinden sich Ben 10, Dragon Ball, Avatar aus dem Jahre 2010, Attack on Titan, Death Note und. Auf dem ersten Blick fragt ihr euch jetzt sicher, was ich damit ausdrücken will. Naja, es zeigt einfach, wie sehr die jeweiligen Adaptionen von den Leuten gefeiert wurden. Aber lässt man die ersten 7 Adaptionen weg, erkennt man ein Muster. Die Adaptionen werden von Mal zu Mal beliebter und dementsprechend besser. Und lasst mich noch eines sagen. Diese 6 übrig gebliebenen Adaptionen hier sind allesamt von Netflix produziert. Die 7 davor stammen von ganz anderen Produktionen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon selbst realisiert. Die Live-Action-Adaptionen werden von Jahr zu Jahr von der Zuschauerschaft, also nach einem objektiven Maßstab, besser bewertet. Aber wie kam es zu dem Phänomen? Wie konnten wir von dieser Bewertung auf diese innerhalb von 6 Jahren gelangen? Dafür gehe ich kurz auf die Live-Action-Serie von One Piece ein. Die Adaption, die aus der Sicht von vielen, und dazu zähle ich mich auch mit, alles richtig gemacht hat. Die Ankündigung der Live-Action-Adaption von One Piece hat die Fans auf der ganzen Welt in Aufregung versetzt. Doch was hat dazu geführt, dass die Serie so positiv aufgenommen wurde? Es gab einige Faktoren. Die Serie wurde von Tomorrow Studios produziert, einem Unternehmen, das für seine hochwertigen Produktionen bekannt ist. Unter anderem produzierten sie auch die Cowboy Bebop Live-Action-Serie und Snowpiercer. Die Fans hatten die Erwartung, dass die Serie visuell ansprechend und gut gemacht sein würde. Und diese Erwartungen wurden auch bestätigt. Auch die Auswahl der Besetzung wurde von den Fans positiv aufgenommen. Die Schauspieler ähneln den Charakteren aus dem Anime und Manga und sie bewiesen, dass sie die Rollen glaubhaft verkörpern können. Zusätzlich haben die Produzenten der Serie sich bemüht, transparent und offen mit den Fans zu kommunizieren. Diese klare Kommunikation und Transparenz über die sozialen Netzwerke hat zu einem Gefühl der Verbundenheit und des Vertrauens zwischen den Machern und den Fans geführt. Bla 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 bla, alles schon gehört, und das haben auch schon andere Adaptionen auf diese Weise versucht. Und trotzdem schlugen sie größtenteils fehl. Der Hauptgrund, wieso die Serie ein voller Erfolg wurde, war dieser Mann hier, Eiichiro Oda. Denn sowohl die Produzenten als auch die Fans der Serie haben betont, wie wichtig es für sie ist, die Essenz und den Geist von One Piece in der Live-Action-Adaption zu bewahren. So hat die direkte direkte Beteiligung von Eiichiro Oda, also dem Schöpfer von One Piece, dazu beigetragen, dass das Vertrauen der Fans gestärkt wurde. Sie vertrauten also darauf, dass die Adaption seine Vision und Absichten für die Serie respektiert und umsetzt. Ja, Eiichiro Oda, der geniale Geist hinter dem epischen Abenteuer von One Piece, ist nicht nur der Schöpfer des weltweit erfolgreichen Mangas, sondern spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Produktion der Live-Action-Serie. Im Gegensatz zu vielen anderen Schöpfern von Manga und Anime, die sich von Live-Action-Adaptionen ihrer Werke fernhalten, hat Oda entschieden, eng in die Produktion der Live-Action-Serie involviert zu sein. Oda kennt One Piece wie kein anderer und konnte sicherstellen, dass die Live-Action-Serie der Originalvorlage treu bleibt und den Geist der Serie einfängt. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem kreativen Genie konnte Oda wertvolle Einblicke und Ratschläge geben, um sicherzustellen, dass die Serie die Herzen der Fans erobert. Oda war nämlich schon immer bekannt für seine Liebe zum Detail und seine Hingabe an seiner Arbeit. Seine Beteiligung gewährleistete, dass jede Facette der Serie mit Sorgfalt und Respekt behandelt wurde. Seine Beteiligung an der One Piece Live-Action-Serie war von unschätzbarem Wert und das zeigte sich auch in Zahlen wieder. In 96 Ländern belegte die Serie einen Platz in der Top-10-Liste auf Netflix. In 59 davon war sie sogar auf Platz 1. Und dann noch die ganzen Bewertungen auf diversen Seiten. Aber um es nochmal hervorzuheben, der Grund, wieso die Live-Action-Serie von One Piece so erfolgreich war und sich von allen anderen Adaptionen abhebt, ist die Tatsache, dass sich der ursprüngliche Schöpfer am Projekt beteiligte. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sollte man doch meinen, dass diese Vorgehensweise auch bei anderen Adaptionen beibehalten werden sollte. Sollte man meinen. Doch leider kam es bei der Avatar Live-Action-Serie etwas anders. In der Welt der Unterhaltung gibt es Momente, die die Fans gespannt erwarten und dann plötzlich mit Enttäuschung konfrontiert werden. Ein solcher Moment ereignete sich, als die Schöpfer von Avatar: Herr der Elemente, also Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino, aus der Live-Action-Adaption ausstiegen. Doch warum verließen sie das Projekt? Zunächst sollten wir uns nochmal klar machen, dass Avatar: Herr der Elemente nicht nur eine beliebte Zeichentrickserie ist, sondern für viele Fans eine tiefgreifende, emotionale Verbindung darstellt. Die Serie wurde für die komplexe Handlung, die fesselnden Charaktere und tiefgründige Welt gefeiert. Angesichts dessen hatten die Schöpfer Bryan und Michael hohe Standards für die Live-Action-Adaption. Und wie schon einige Male gesagt, für die Fans war es wichtig, dass die Live-Action-Version die Essenz und den Geist der Originalserie einfängt. Sie erwarteten eine treue Umsetzung, die die gleiche Magie und den gleichen Charme wie die animierte Serie besitzt. Doch als die Schöpfer verkündeten, dass sie das Projekt verlassen würden, waren viele Fans schockiert und enttäuscht. Die offizielle Erklärung lautete, dass es zwischen den Schöpfern und Netflix kreative Differenzen gibt. Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino hatten Schwierigkeiten, ihre kreative Vision mit der von Netflix in Einklang zu bringen. Sie fühlten sich offenbar nicht in der Lage, die Serie so umzusetzen, wie sie es sich vorgestellt hatten und entschieden sich daher, das Projekt zu verlassen. Dazu kamen dann noch Gründe wie das Weglassen einiger Charaktere oder die Veränderungen an Charakteren. Aber ist es tatsächlich so schlimm wie von den Fans erwartet? Ich würde sagen, dafür schauen wir uns doch einfach mal ein paar Momente und Aspekte der Serie gemeinsam an. Die Live-Action-Serie beginnt mit dem Genozid, spielt also zu Feuerlord Zosens Zeit. Ein unbekannter Erdbändiger klaut eine Schriftrolle aus der Hauptstadt der Feuernation und übergibt diese an einen anderen unbekannten Charakter. Dieser soll die vermeintlichen Pläne zum Erdkönig bringen, um sich auf die vorstehende Schlacht vorzubereiten. Währenddessen wurde der Erdbändiger in Gefangenschaft genommen und zu Zosen gebracht. Von Zosen erfahren wir dann, dass der Plan nur eine Finte ist. Die anderen drei Nationen sollen nämlich davon ausgehen, dass ein Angriff auf das Erdkönigreich gestartet wird, damit die Feuernation Zeit hat, die Luftnomaden aus dem Hinterhalt anzugreifen. Denn wie wir es aus der Originalserie schon wissen, war ihr primäres Ziel, den Avatar, also Aang, zu töten. Natürlich ist dies nicht Canon, aber trotzdem ist es cool zu sehen, wie hier mehr Zosens Strategiefähigkeiten und hinterlistige Persönlichkeit hervorgebracht wird. Und die Tatsache, dass direkt zu Beginn aufgeklärt wird, wie es zum Krieg und dem dementsprechenden Hass der anderen Nationen auf die Feuernation kommt, wurde hier klug gelöst, da direkt suggeriert wird, wer oder was der Ursprung des Bösen ist und welche Partei die Rolle des Antagonisten einnimmt, wobei es für Fans der Originalserie sowieso keinen großen Unterschied macht, wollte nur hervorheben, was der Vorteil der Neueinsteiger in die Serie ist. Springen wir direkt weiter in das Intro bzw. die längere Version, der Prolog, den wir auch schon aus der ersten Folge des Cartoons kennen. Und was kann ich anderes sagen als geil? Gänsehaut pur. Nur schade, und hier muss ich ein bisschen Kritik äußern, dass sie in der deutschen Version nicht Kataras Stimme verwendet haben. Ich frag mich wieso. Ihr habt die Synchronsprecherin am Start, um die Folgen einzusprechen, aber paar Sekunden für das Intro konnte sie nicht erübrigen. Finde ich ehrlich gesagt echt schade, da es nochmal einen zusätzlichen Nostalgie-Boost gegeben hätte. Zum visuellen Part kann ich dafür nur wow sagen. Wusste, dass es gut wird, aber so, um auch nochmal auf das Erdbändigen des ersten Moments einzugehen, ich habe fast vor Erleichterung geweint. Diese Detailreichheit der Erdpartikel und die realistische Darstellung von Erde und Steinen hat mich fassungslos gelassen. Wenn man es mit dieser Voodoo-Tanz-Performance vom Live-Action-Film vergleicht, liegen Welten dazwischen. Aber zurück zum Intro. Ich muss sagen, dass ich anfangs dreimal hinschauen musste, denn bei der Darstellung der Elemente war ich kurz skeptisch, ob es dieselben Figuren wie aus dem Cartoon sind. Im Cartoon sind es ja Paku, ein unbekannter Erdbändiger, Azula und ein unbekannter Luftbändiger. Aber hier waren sie teilweise so schwer zu erkennen, dass ich dachte, dass sie irgendwelche Randoms für Paku und Azula eingesetzt haben. Aber nein, es sind sie tatsächlich. Der unbekannte Luftbändiger ist hier weiblich statt ein Mann, aber fangen wir erst gar nicht an, so kleinlich zu werden. Dann konnten wir die letzten Avatare sehen. Kyoshi, bin sprachlos, wie gut sie hier getroffen wurde. Make-up war einfach nur muah. Sie wirkte jetzt nicht so groß, wie sie eigentlich ist und dadurch weniger dominant, aber darüber kann man hinwegsehen. Dieser Pharao, Feueravatar, Yangchen und Kuruk waren auch am Start. Kuruks Kleidung wurde hervorragend umgesetzt. Bin echt froh, dass sie ihm nicht so einen billigen Fetzen gegeben haben, und als ich seine Darstellung sah, war ich direkt guter Dinge und wusste, dass hinsichtlich der Kleidung bzw. Kostüme keine Kosten gescheut wurden. Und ach ja, Roku konnte man von hinten sehen. Dann gab es einen kurzen Übergang zu Aangs epischen Intro-Moment, wie er auf einer Klippe mit seinem Gleiter steht und das Intro-Lied sein Ende findet. Kam dem Original auch sehr nahe und hat bei mir eine regelrechte Euphorie ausgelöst, da es mich zurück in meine Kindheit versetzt hat. Und dann wurden wir auch direkt ins Geschehen geworfen. Ein etwas anderes Geschehen als im Cartoon. Denn wie ihr wisst, fing es damals mit der Eisberg-Szene an, in der auch Katara und Sokka involviert waren. Doch hier wurde sich dazu entschieden, mit Aangs Vergangenheit Fuß zu fassen. Und spätestens hier hätte jedem auffallen müssen, dass die Netflix-Version eine größtenteils chronologische Erzählweise gewählt hat. Betonung liegt auf größtenteils, aber dazu später mehr. Wir sehen also den tätowierten Glatzkopf, wie er von Meister Gyatso gerufen wird. Und ja, auf spektakulär Weise benutzt er direkt seine Luftbändigungsfähigkeiten. Hier an der Stelle nochmal Chapeau an das Produktionsteam. Die Effekte waren mehr als on point. Die Luftströme, die man beispielsweise sehen konnte, als Aang am Runtergleiten war, wurden nicht übertrieben und gut sichtbar dargestellt. Es ist angenehm für die Augen und wirkt zugleich realistisch. Und eigentlich wollte ich in diesem Video nicht überanalysieren, sondern nur auf die positiven und negativen Aspekte sowie Veränderungen eingehen, aber schaut euch mal den südlichen Lufttempel an. Verdammt sieht das episch aus. Meister Gyatso hatte 3 bis 4 Kuchenstücke mehr als im Cartoon, vollkommen legitim, und die Verkörperung von Aang durch Gordon Cormier war schon länger bekannt. Was soll ich sagen, wirkt kindlich, ist eine Frohnatur und dauernd am Lächeln, was die positive Lebensweise der Luftnomaden perfekt repräsentiert. Also ja, er hat den Charme vom Cartoon Aang sehr gut eingefangen. Hab nur beim Tattoo paar Flashbacks zum Film aus dem Jahre 2010 bekommen, denn dort bestand Aangs Pfeil auch aus mehreren kleinen Tattoos. Wenn man hier etwas genauer hinschaut, sieht man auch, dass im Pfeil mehrere kleine Symbole und Linien eingezeichnet sind. Aber dafür muss man, wie gesagt, schon sehr genau hinschauen. Einen Moment, den ich kurz ansprechen will, ist der zwischen Aang und Gyatso in der Halle von Yangchen. Dort erklärt Gyatso, dass Aang der neue Avatar ist, und verdammt, der Mann kann Tränen bändigen. Lim Kay-Siu, also der Schauspieler von Gyatso, hat schon von seinem Look was Großväterliches und Weises an sich. Aber als er mit Aang interagiert, ist fast mein Herz Herz gebrochen. Diese Interaktion zwischen den beiden wirkte sehr authentisch, als würde eine jahrelange Verbundenheit bestehen. Liegt zum einen an den ausgewählten Worten Gyatsos, aber auch an den schauspielerischen Fähigkeiten der beiden. Ich habe ihnen jede Emotion und jedes Wort direkt abgekauft. Und als die beiden dann realisiert haben, dass sie sich aufgrund von Aangs Ausbildung für längere Zeit nicht mehr sehen werden und anfingen zu weinen, hat es mich gleich mitgepackt. Und das nach nur 10 Minuten der ersten Folge. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass der Shit gut wird. Und dann wurde uns erstmals Appa repräsentiert. Sah bisschen aus, als wäre der Gute fünffacher Familienvater und trockener Alkoholiker. Hätte nie gedacht, dass ich sowas über einen Bison sagen würde. Aber ja, wirkt auch eher realitätsnah. Ich meine, das Fell von Kühen, Schafen und Bisons, also unseren Bisons, sowie anderen Tieren sehen auch nicht aus, als wären sie direkt aus der Tierwäscherei. Bisschen Schmutz wirkt authentischer und die Details an seiner Nase, seinem Fell und anderem war nur die Kirsche auf der imaginären Torte. Dann ging der Angriff und Genozid auf die Luftnomaden los. Angeführt von Zosen, was mich bisschen überrascht, da ich davon ausging, dass er die Drecksarbeit von anderen machen lässt. Hier muss ich leider wieder etwas Kritik äußern, denn leider wurde eine Feuerbändigungstechnik angewandt, die richtig selten ist und sonst auch nur von erstklassigen Bändigern verwendet wird. Und zwar das Fliegen durchs Feuerbändigen. Erstmals von Jongjong und Ozai bei Zosens Kometen zu sehen gewesen und danach auch bei Azula und Iroh dem Zweiten, und das war auch nur in einer viel simpleren Variation. Dass Zosen diese Technik beherrscht, ist vollkommen legitim, aber seine gesamte Armee? Etwas seltsam und lässt diese Technik nicht mehr so besonders wirken, was ich etwas schade finde. Aber klar, beim Genozid war der Komet auch vorhanden und hat die Feuerbändigungsfähigkeiten verstärkt, aber finde es persönlich trotzdem schade, dass die Fähigkeit dadurch gleich viel mehr an Bedeutung verloren hat. Was ich jedoch gut finde ist, dass man hierdurch zumindest eine Erklärung hat, wie die Feuernation damals die Lufttempel erreichen konnte. Denn durch die geografische Lage der Lufttempel war es immer ein Rätsel, wie die Soldaten der Feuernation diese unüberwindlichen Klippen hinaufkamen. Aber auch an dieser Stelle, die Netflix-Serie ist leider nicht canon. Aber zurück zum Genozid. Was sage ich da eigentlich? Die Schlacht hat dann angefangen und aus visueller Sicht haben wir fantastische Szenen und Bilder geliefert bekommen. Feuerbändiger, die ohne Feuerquelle bändigen, davon kannst du dir noch eine Scheibe abschneiden. An dieser Stelle will ich Netflix aber einmal dafür loben, dass wir solche Momente geboten bekommen. Es sind Einblicke, die wir in der Originalserie nie zu sehen bekommen haben. Beispielsweise hätte ich es damals persönlich total abgefeiert, den Genozid bzw. den Kampf zwischen Feuerbändigern und Luftnomaden zu sehen. Zumal Aang im Cartoon der einzige Luftbändiger war, den wir kämpfen gesehen haben. Und dieses, ich nenne es mal Zusatzmaterial, das wir hier geboten bekommen, zaubert mir und sicher auch einige von euch ein Lächeln aufs Gesicht. Werde es doch nur kennen. Es ist quasi ein Blick hinter den Kulissen, den wir bekommen, und dabei halten sie sich nicht zurück. Wir sehen, wie Luftbändiger am lebendigen Leib gegrillt werden. Nichts damit Kinderfreundlichkeit. Und dadurch, dass hier nichts verherrlicht wird und die Brutalität und rohe Gewalt der Feuernation dargestellt wird, können wir Zuschauer den Hass und die Verachtung der anderen Nationen viel besser nachvollziehen. Naja, dann können wir noch sehen, wie Gyatso mehrere Feuerbändiger mit Leichtigkeit platt macht, dann aber gegen Zosen kämpft und leider komplett kassiert. Währenddessen ist Aang mit Appa schon über alle Berge. Sie werden von einem Sturm überrascht, von einer gigantischen Welle eingeschlungen und instinktiv aktiviert Aang den Avatar-Zustand, wodurch er sich und Appa einfrieren kann. Zum Avatar-Zustand will ich später näher eingehen, weil wir hier nur 5 Sekunden gesehen haben. Also seid gespannt. Dann nach 21 Minuten und 32 Sekunden kommen wir endlich zu unserem liebsten Geschwisterpaar des südlichen Wasserstammes, Katara und Sokka. Wir wussten bereits durch unterschiedliche Quellen und dem Trailer, dass die Synchronsprecher vom Cartoon am Start sind, aber als ich dann erstmals die Stimmen wieder hörte, konnte ich nicht aufhören zu grinsen. Sie haben es definitiv immer noch drauf. Die Darsteller für die verschiedenen Rollen sind auch schon seit längerem bekannt, aber bis jetzt habe ich mich nie dazu geäußert. Ich spreche erstmal nur für die Besetzung von Sokka und Katara. Katara bekommt 10 von 10 Punkten. Sieht aus wie eine 12-Jährige, hat dieses einladende Gesicht und wirkt ruhig und ausgeglichen, was Katara auch 1:1 ist. Über Sokka kann ich mich auch nicht beschweren. Ich habe gehört, dass einige nicht mit ihm zufrieden sind. Aber schaut ihn euch an! Dieser unförmige Kopf, dieser tollpatschige Look, er ist paranoid und überheblich. Das ist Sokka. Bevor ihr aber denkt, dass ich hier alles so hochlobe, muss ich euch enttäuschen. Da gibt es einen Charakter, der, naja. Oh my goodness! Mann, können wir zum Part springen, indem er seinen Zopf öffnet? Aber Spaß beiseite, schauspielerisch kann man hier auch nicht meckern. Und auch er hat seine alte Stimme bekommen, wuhu! Und von allen Charakteren wurde meiner Meinung nach Iroh am besten getroffen. Bart, Haare, Körperbau, optisch eine Eins. Aber auch seine Persönlichkeit kann er hervorragend vermitteln. Offenherzig, gutmütig, nett, witzig. Wirkt halt einfach wie der Onkel von uns allen. Aber um jetzt mal langsam voranzukommen, die beiden finden Aang und bringen ihn zu ihrem Stamm. Gran Gran hält wie eine senile alte Schachtel einen Monolog und spricht 1:1 das Intro ein. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Ich dachte nur, Gran Gran, setz dich mal lieber hin. Nebenbei auch gut getroffen. Sie haben tatsächlich eine ältere Schauspielerin gefunden, die einfach doppelt so viele Falten hat wie das Original. Dann sind Aang und Katara kurz für sich und man merkt einfach hier, als auch über die gesamten anderen Folgen, dass er in der Friendzone ist. Oder dass es halt nur eine platonische Freundschaft ist. Fühlt sich zwischen den beiden irgendwie komisch an. Gibt Abzüge in der B-Note. Nee, jetzt mal ehrlich, was soll das? Ihr könnt doch nicht einfach den gesamten Romance-Part streichen. Naja, egal, dann fangen wir halt wieder an, Katara und Zuko zu shippen. Jedenfalls kommt Zuko dann tatsächlich an und zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Er und Sokka tragen einen Kampf aus, der viel zu episch dargestellt wurde. Ich meine, erinnert ihr euch noch, wie der Kampf im Cartoon abgelaufen ist? Aang geht mit ihm mit, um das Dorf zu schützen und in seiner Gefangenschaft hält er einfach mal Smalltalk mit Iroh, obwohl er im Cartoon erstmals in Ba Sing Se mit ihm interagiert. Hier tauschen die beiden einige weise Worte aus, ohne wirklichen Kontext. Also das hätte man sich auch sparen können. Aang stiehlt einem Wärter die Schlüssel, findet seinen Gleiter und macht die Fliege. Die Feuersoldaten schießen ein paar Feuerbälle hinterher, aber treffen gar nichts, also wirklich gar nichts. Bis Zuko das selbst übernehmen muss und ihn tatsächlich auch trifft. Aber was ist das? In letzter Sekunde wird er vom restlichen Team Avatar gerettet. Da sie von der Feuernation gejagt und somit nicht zurück zum südlichen Wasserstamm können, begeben sie sich zum südlichen Lufttempel, da Aang erhofft, dass irgendjemand überlebt hat. Er sieht die Leiche von Gyatso, verspürt Wut und Trauer und geht so über zum Avatar-Zustand. Und auch hier bin ich von der Umsetzung mehr als überzeugt. Der Zustand wirkt schon sehr episch, mächtig und destruktiv. Ja, man merkt einfach, wie zerstörerisch dieser Zustand sein kann. Denn meine größte Angst war hier, dass der Avatar-Zustand nicht in seiner vollen Zerstörungskraft dargestellt wird, sondern ich nenne es mal in einer verharmlosten Form. Das ist einfach schon an der Umsetzung der Effekte scheitert. Aber nein, hier kann ich mich echt nicht beklagen. Einziger Minuspunkt ist, dass der Avatar-Zustand nicht während des Gefechtes gegen Zuko entfacht wurde, wie es halt auch im Cartoon war. Was ich aber auch nur aufgrund von Nostalgiegründen mehr gefeiert hätte. Naja, am Ende sieht man noch, wie Aang endlich die Rolle des Avatars einnimmt und Zuko eine Zeichnung von Aang anfertigt, was er auch mit allen anderen Avataren gemacht hat. Für einige ein kurzer und vielleicht unbedeutender Moment, aber finde, dass in dieser Szene die Besessenheit von Zuko, den Avatar einzufangen, richtig gut zum Vorschein kam. Insgesamt würde ich der ersten Folge 9 von 10 Punkten geben. Nach der One Piece Live-Action-Serie hatte ich etwas Angst wegen der visuellen Umsetzung, da man bei One Piece auch einiges nicht realisieren konnte. Daher habe ich teilweise Effekte à la 2010 Adaption erwartet. Zu den Charakteren habe ich eigentlich schon alles gesagt. Bei Sokka muss ich mich aber nochmal korrigieren. Sein Kopf hat die Form von King Crimson und leider wirkt er von seiner Persönlichkeit her etwas zu ernst. Der humorvolle Part seiner Persönlichkeit ist ein signifikantes Merkmal von ihm, was hier leider komplett außen vor gelassen wurde, als auch in den darauffolgenden Episoden. Die anderen Veränderungen fand ich teils gut, teils unnötig. Also der Beginn mit Zosen und der Darstellung des Genozids war ein super Zusatz. Ist wie gesagt nicht kennen, aber durch die visuelle Umsetzung kann man sich jetzt viel besser vorstellen, wie der Genozid damals abgelaufen ist. Aber so Szenen wie das Gespräch zwischen Aang und Iroh total überflüssig und steuert auch nicht effektiv zur Story bei. Aber sind wirklich nur Kleinigkeiten, die mich stören, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Also 9 von 10 Punkten. Und bevor ihr dachtet, dass ich jetzt auch die restlichen Folgen so gründlich analysiere, muss ich euch leider enttäuschen. Würde einfach den Rahmen sprengen. Aber falls die Nachfrage hoch ist, wäre ich gewillt, auch die restlichen Folgen zu begutachten. Also lasst diesbezüglich am besten einfach mal einen Kommentar da. Jetzt werde ich aber noch auf paar Veränderungen der restlichen Folgen eingehen. Der Avatar-Zustand verleiht Aang enorme Macht, wenn er die Erinnerungen und Erfahrungen der vergangenen Avatare erhält. In der zweiten Folge reisen Aang, Katara und Sokka zur Kyoshi-Insel. Dort besucht Aang die Statue von Avatar Kyoshi, um sich mit ihr zu verbinden. Während Aang in den Avatar-Zustand übergeht, greift die Feuernation die Insel an, was alle in Gefahr bringt. Aber statt auf natürliche Weise in den Avatar-Zustand überzugehen, nimmt er einfach mal die physische Gestalt von Avatar Kyoshi an. Das hat man zwar auch im Cartoon gesehen, aber das war nicht auf der Kyoshi-Insel und zudem hat er dort auch nicht gekämpft. Eine weitere Änderung war die frühzeitige Einbeziehung von Ozai und Azula. In der animierten Serie wird Azula kurz in den Rückblenden und am Ende der ersten Staffel angeteasert und das Gesicht von Feuerlord Ozai wird erst in der dritten Staffel der animierten Serie zu sehen sein. Ozai scheint also in der Live-Action-Version eine viel wichtigere und präsentere Rolle einzunehmen. Mit dieser Neuinterpretation von Ozai und der höheren Screentime könnte man zumindest in Bezug auf seine Charakterentwicklung einen komplexeren Antagonisten aus ihm machen als im Cartoon. Azulas Einbeziehung dient währenddessen hauptsächlich dazu, ihre Unstabilität frühzeitig zu zeigen und dem Druck, dem sie von ihrem Vater ausgesetzt ist. Die nächste Änderung umfasst die Geisterwelt. Eine der Hauptfähigkeiten des Avatars besteht darin, als Brücke zwischen der Geisterwelt und der physischen Welt zu dienen. Abgesehen vom Avatar können nicht viele Menschen die Geisterwelt leicht besuchen. Aber in der Netflix-Serie begleiten Katara und Sokka ihn bei seiner ersten Reise, weil sie eng mit ihm verbunden sind. Sie treffen auf die Geistereule Wanchintong, der das Team Avatar durch die Geisterwelt führt. Aber im Originalen taucht er erst in der zweiten Staffel in der riesigen Bibliothek auf. Auch die Geister Hai-Bai und Ko sind hier zu sehen. In der Netflix-Serie ist das Auftreten von Hai-Bai eher als eine lustige Hommage an die Fans gedacht, da er hier das Erdbewohnerdorf nie terrorisiert. Und Ko ist, wie schon bekannt, ein furchterregender Gesichtsloser, der Sokka und Katara in seine Gewalt bekommt und dadurch gefühlt 2 Folgen einnimmt. Die größte Änderung, die Netflix vornimmt, betrifft Omashu, die Stadt des Erdkönigreichs, die in der neuen Serie zum Zuhause jeder einzelnen Handlung wird, die Netflix hineinpressen kann. Die Live-Action-Adaption kombiniert die Handlungsstränge des Freiheitskämpfers Jets, des Mechanikers und die geheimen Tunnel unter Omashu miteinander. Sie bringen also Charaktere, Orte und Ereignisse zusammen, die ursprünglich an verschiedenen Punkten erschienen sind. Im Cartoon trifft Team Avatar Jet in der Nähe eines Feuernationslagers und sie treffen den Mechaniker eigentlich am nördlichen Lufttempel. Was die Tunnel betrifft, sehen wir sie erst in Staffel 2 und statt dass Sokka und Katara durch sie reisen, getrieben von Geschwisterliebe, wie es in der Netflix-Serie der Fall ist, sind es im Cartoon Aang und Katara, die durch sie hindurchreisen, umhüllt von romantischer Atmosphäre. Geheimer Tunnel! Geheimer Tunnel! Die Figur von Bumi unterliegt ebenfalls einigen Änderungen, angeführt von seiner Persönlichkeit. Netflix hat den sonst so lustigen König von Omashu zu einer viel antagonistischeren Figur gemacht. Im Original stellt Bumi Aang eine Reihe von Tests, bevor Aang am Ende realisiert, dass der König vor ihm sein alter Kindheitsfreund ist und sie sich glücklich trennen. In dieser neuen Version verdunkelt Netflix den Ton etwas, das auf die gesamte Serie zutrifft und stellt Bumi als tief verbittert über Aangs Abwesenheit während des Krieges dar. Hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Natürlich musste die Show viele der unterhaltsamen, überflüssigen, episodischen Nebenquests aus dem Originalskript streichen. Wir Hardcore-Fans bekommen folgende Dinge nicht zu sehen. Die schrullige Kräuterheilerin, die Aang hilft, als Sokka und Katara krank waren, die 2 verfeindeten Erdstämme im Canyon, zwischen denen Team Avatar vermittelt, Meister Jongjong, der eine wichtige Rolle in Jaos Hintergrundgeschichte spielt und Bato, der Familienfreund von Sokka und Katara. Eine weitere große Auslassung ist das gesamte Wasserbändigungstraining von Aang, was eine seltsame Wahl ist, wenn man bedenkt, dass sich die gesamte erste Staffel angeblich darauf konzentrieren soll, dass Aang einen Wasserbändigungsmeister finden soll, um das Element zu beherrschen. Dann gibt es den Fall von Aang und Katara. Deren aufblühende pubertäre Romanze wurde in der Live-Action-Serie vollständig entfernt. Wir bekommen nicht ihre oben erwähnte Geheimgangsszene, die Episode mit der Wahrsagerin, die ihre zukünftigen Ehepartner voraussieht, oder irgendwelche dieser kleineren Momente in der ersten Staffel, in denen Aang nach Katara schwärmt. Und ich weiß, all diese Momente mögen etwas irrelevant sein, aber in ihrer Gesamtheit festigen sie die wachsende Freundschaft zwischen Team Avatar. Und ja, es gibt definitiv noch viele kleinere Änderungen, aber glaube, die relevantesten habe ich aufgezählt. Und während ich der ersten Folge 9 von 10 möglichen Punkten gab, kann ich der gesamten Serie leider nicht so viele Punkte geben. Vorab, diese Bewertung beruht nur auf meiner subjektiven Meinung. Beginnend mit den Charakteren wisst ihr schon ungefähr, wie ich zur Umsetzung stehe. Bin eher positiv gestimmt. Vom optischen Aspekt würde ich allen sogar 10 Punkte geben, bis auf das Dreiergespann von Azula, Mai und Tai Lee. Bei der Truppe hätten sie noch mehr rausholen können, beziehungsweise passendere Darstellerinnen raussuchen können. Für mich wirkten sie ein wenig zu jung und alles sah bei denen etwas verkleidet aus. Hingegen waren Iroh, Katara und Ozai Paradebeispiele dafür, wie man Live-Action-Figuren angemessen realisiert. Vom Schauspielerischen her will ich mich gar nicht zu sehr beschweren. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass es ein sehr junger Cast mit wenig Erfahrung ist. Und dafür haben sie ihre Aufgaben sehr gut gemeistert. Im Nachhinein muss ich mich etwas korrigieren bezüglich der Darstellung einiger Figuren. Lag nicht am Schauspielerischen, sondern vielmehr am Skript bzw. an den Dialogen. Iroh kam mir genauso wie Bumi etwas zu verbittert rüber. Klar, er hat seinen Sohn verloren, aber trotzdem sieht er immer das Positive im Leben. Hier hat er manchmal einige sehr kalte Sätze fallen gelassen und kam in der Interaktion mit anderen Figuren wie zum Beispiel dem Erdbändiger-Soldat und General Jean sehr emotionslos rüber. In den Interaktionen hat er immer so eine erklärende Haltung eingenommen, als müsste er sich für alles und jedem rechtfertigen. Oh, Zuko hat so eine schlechte Kindheit, bla bla bla, aber irgendwie hat mir da die weisen und lehrreichen Zitate gefehlt. Bezüglich Sokka habe ich eigentlich schon alles gesagt. Etwas nervig, dass der humoristische Part fast komplett ausgelöscht wurde. Zwar wurde es ab circa Mitte der Staffel besser, aber halt nicht auf dem Level vom Cartoon. Bei Aang genau dasselbe Spiel, wirkte etwas zu ernst. Da hat mir ein bisschen das verspielte Kindliche gefehlt. Natürlich gab es Momente wie mit Bumi, als er mit dieser Steinrutsche runtergefahren ist oder als er mit den Kindern von der Kyoshi-Insel spielte, aber trotzdem einfach zu wenig. Man hat im Cartoon einfach viel mehr gemerkt, dass er ein 10-Jähriger ist und auch die Bedürfnisse eines 10-Jährigen hat. Aber hier kam es so rüber, als wäre er für sein Alter schon viel reifer. Ozai. Naja, da hat mich nur gestört, dass er viel zu früh in der Serie aufgetaucht ist. Man hat so viel von ihm gesehen und so viele Informationen bekommen, dass der mysteriöse Aspekt komplett verloren ging. Was sind seine Fähigkeiten? Wie sieht er aus? Was ist sein Plan? Wurde einfach alles vorweggenommen. Die Charaktere bekommen 7 von 10 Punkten. Das Optische holt halt sehr viel raus. Ein Aspekt, über den ich mich 0,0 aufregen kann, sind die Effekte bzw. die visuelle Umsetzung. Ja, oh mein Gott, ja! Die Story bekommt 6 von 10 Punkten. Zu Beginn konnte ich mich kaum beschweren, aber ab Omashu ging es dann bergab. Zu viele Veränderungen, vor allem willkürliche Veränderungen, die nicht wirklich zur Story beigetragen haben. Dafür aber Momente, die man im Cartoon nie gesehen hat und als gutes Zusatzmaterial dienten. Damit meine ich beispielsweise den Genozid an den Luftbändigern und auch die Story über die 41. Division bzw. der Grund, wieso sie mit Zuko mitreisen. Die Musik bzw. Soundtracks bekommen 8 von 10 möglichen Punkten. Das Intro kommt dem Original recht nah. Was die Soundtracks angeht, muss ich sagen, dass sie zum Fantasy-Genre beinahe perfekt passen, aber es waren jetzt keine krassen Banger dabei, bei denen ich mir wie bei den Original-Soundtracks eine extra Playlist erstellen würde. Die Unterhaltung bekommt 7 von 10 Punkten. Die ersten Folgen haben mich abgeholt und vor den Bildschirm gehalten. Vor allem, und ich erwähne es gefühlt zum 10. Mal, der Genozid auf die Luftbändiger. Das Ende wurde dann aufgrund der kämpferischen Aspekte aufregender. In der Schlacht zwischen dem nördlichen Wasserstamm und den Truppen von Zhao konnte man viel dynamischere Wasserbändigungstechniken sehen und auch die visuelle Darstellung von Aangs Avatar-Zustand in Kombination mit dem Wassergeist La hat für atemberaubende Bilder gesorgt. Nur in der Mitte der Serie fand ich es häufiger etwas schleppend. Damit meine ich beispielsweise die Geschehnisse in Omashu mit Bumi und Ko oder alles rund um die Geisterwelt. Deshalb nur 7 von 10 Punkten. Insgesamt kommen wir damit auf eine Gesamtwertung von 7,6 von 10 möglichen Punkten. Hört sich jetzt für einige viel zu hoch an, aber lasst mich euch eins zeigen. Das hier ist meine Bewertung. Das hier ist die durchschnittliche Gesamtbewertung diverser Kritikseiten, also aller Fans. Und das hier ist die Bewertung in Relation zu den Bewertungen anderer Netflix-Live-Action-Adaptionen. Und das bringt mich zur anfänglichen Frage zurück. Ist die Netflix-Avatar-Adaption so schlecht, wie der Großteil erwartet hat? Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich diese Frage am besten beantworten kann. Denn ich bin mir sicher, sicher, dass jeder schon eine fest eingefahrene Meinung hat. Egal, ob ich diese Frage mit Nein oder Ja beantworten würde, es würde letztendlich nichts an eurer subjektiven Sicht ändern. Für mich persönlich war die Live-Action-Serie ein Erfolg. Anhand der Zahlen aus dem Internet und im Verhältnis zu den anderen Live-Action-Adaptionen kam die Netflix-Serie überdurchschnittlich an. Dementsprechend würde ich sagen, dass sie definitiv besser geworden ist, als ursprünglich erwartet. Sie stellt die meisten Fans zufrieden. Ich glaube, es hängt von vielen Faktoren ab und wie man an die Serie rangeht. Ich hatte vorher schon recht niedrige Erwartungen, weshalb mich die kleinsten positiven Veränderungen oder Easter Eggs glücklich stimmen konnten. Denke aber, dass diejenigen, die davon ausgingen, eine Serie geliefert zu bekommen, die auf dem Level des Cartoons ist, derbe einstecken mussten. Der Nostalgiefaktor verblendet oft den positiven Blickwinkel auf Neues. Teilweise habe ich mich anfangs von den negativen Meinungen mitreißen lassen, aber habe dann Folgendes getan. Ich habe mir nochmal die guten Aspekte vor Augen gehalten, mir positive Kommentare einiger Fans durchgelesen, alles nochmal Revue passieren lassen, reflektiert und kam zur folgenden Frage bzw. Erkenntnis. Will man überhaupt eine Netflix-Live-Action-Version, die 1:1 wie das Original ist? Will man sich wirklich eine Serie mit echten Darstellern ansehen, die einfach mal die Originalvorlage kopiert hat? Meine Antwort war: Nein, sicher nicht. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war: Würden Fans die Serie dann auch als negativ empfinden, wenn die Schöpfer nie ausgestiegen wären? Ich glaube nicht. Stellt euch vor, die Schöpfer wären an Bord geblieben und dabei wäre das gleiche Ergebnis einer Serie entstanden wie das jetzige. Und die Schöpfer hätten dann noch gesagt, dass alles zu ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt wurde. Würdet ihr dann immer noch sagen, dass die Serie schlecht ist? Also sofern ihr zu diesen Personen gehört. Ich will nur mal, dass ihr euch das durch den Kopf gehen lasst. Ich bzw. wir könnten stundenlang eine Diskussion darüber führen, ob die Serie gut oder schlecht ist, aber ich bin ehrlich, es würde zu keinem wirklichen Ergebnis führen. Ich empfinde sie selbst als gut umgesetzt, würde sie mir nicht wie die Originalserie einmal im Jahr reinziehen, aber denke, dass es eine ganz coole Hommage an den Cartoon ist. Ein cooler Zusatz für Avatar-Fans, genauso wie es auch mit der One Piece-Serie ist. Und auch die meisten anderen Zuschauer haben die Live-Action-Serie genossen. Zumindest, wenn man nach den Bewertungen geht. Also vergleicht die Serie am besten nicht zu sehr mit dem Original, da es natürlich niemals an das Werk von Bryan und Michael rankommt und ihr euch so selbst den Spaß am Schauen wegnehmt. Das war jetzt eine ganze Menge, die man erstmal sacken lassen muss. Mich würde eure Meinung zur neuen Live-Action-Serie von Avatar ungemein interessieren, da es hier im Video zu 90% um meine eigene Meinung geht. Es ist also mein subjektiver Blick auf diese Serie und ich weiß von vielen, dass ich des Öfteren zu hart bin, teilweise sogar unfaire Kritik vergebe. Also eure Meinung würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Genauso viel würde es mir bedeuten, wenn ihr meinen Zweitkanal abonniert. Dort werden bald Podcasts, Tierlisten, Gaming-Videos und weiterer ungeschnittener Content erscheinen. Aber genug für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Und bevor ich das Video beende, will ich mich noch beim Weißen Lotus für die Unterstützung bedanken. Danke an Dani Lenchen, Jonsch, Eumelflo und Demon.